wollte ich jetzt nicht verstehen. Benedikt Kleimann, Pressesprecher der Polizei Köln. Heute Nacht um 3.43 Uhr gingen mehrere Notrufe bei uns bei der Leitstelle der Polizei Köln ein. Da machten die Zeugenangaben zu einer Auseinandersetzung hier in der Flandrischen Straße in der Innenstadt. Als dann die ersten Streifenwagen eingetroffen sind, haben dann die Kollegen auf der Straße Blutspritzer gefunden, aber auch ein Glassplitterfeld. Die Zeugen machten weitere Angaben, dass mehrere Fahrzeuge von der Tatörtlichkeit flüchtig sind. Im Bereich der Fahndungsmaßnahmen konnten wir dann eine verletzte Person antreffen. Zu genauen Hintergründen der Tat oder zu den Personen können wir derzeit nach aktuellem Ermittlungsstand noch nichts sagen. Jetzt habe ich gesehen, hier ist ein anderer Bereich auch abgesperrt. Was ist da los und was sind jetzt hier die Maßnahmen der Polizei an der Einsatzstelle? Genau, Lütticher Ecke Brabanter Straße, da haben wir auch noch einen Bereich abgesperrt, weil wir da unter anderem mehrere Patronenhülsen gefunden haben. Aktuell ist es die Aufgabe natürlich von der Polizei, hier alle Spuren zu sichern, alles beweissicher festzustellen und halt auch im Nachgang natürlich die Zeugen zu vernehmen. Gibt es denn irgendwelche Hinweise, was könnte hier vielleicht abgelaufen sein? Also zu den Sie müssen verstehen, wir stehen jetzt noch ganz am Anfang der Ermittlungen und gerade deshalb auch, um die Ermittlungen nicht zu gefährden und auch weil wir so im frühen Stadium sind, können wir zu den Hintergründen der Tat noch keine Angaben machen.